Hallo Ungarn! Nachrichten, Infos und Tipps aus und über Ungarn hier kompakt zusammengefasst. Viktor Orbán, der Ministerpräsident Ungarns, empfing am Dienstag den Vorsitzenden der Inneren Mazedonischen Revolutionären Organisation, Demokratische Partei für die Mazedonische Nationale Einheit. Im Karmelitenkloster trafen sich die beiden, wie der Pressesprecher des Ministerpräsidenten mitteilte. Die Parlamentswahlen in Nordmazedonien werden voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2024 stattfinden und Umfragen zufolge ist diese Partei die beliebteste. Die Regierungsvorbereitungen der konservativen Partnerpartei zu unterstützen. Bei dem Treffen am Dienstag wurde auch die europäische Integration der Länder des Westbalkans erörtert. Wie wichtig traditionelle Familienwerte sind, betonte die Staatspräsidentin Ungarns Katalin Novak am Dienstag in Sydney nach ihrem Treffen mit dem ehemaligen australischen Premierminister Anthony John Abbott. Die Präsidentin der Republik und Tony Abbott erörterten mögliche Maßnahmen zur Bekämpfung der demografischen Eiszeit. Und nach dem persönlichen Gespräch nahmen prominente Vertreter der australischen Gesellschaft an dem Treffen teil. In Brüssel sind sie nicht bereit einzusehen, dass eine höhere illegale Migration eine größere Terrorbedrohung darstellt, sagte Bence Rétvári, Staatssekretär im Innenministerium Ungarns. Der Staatssekretär wies auch darauf hin, dass aufgrund der illegalen Migration und der Terrorbedrohung erneut Grenzen im Schengen-Raum errichtet werden. Und diese Situation wird sich nicht verbessern, es sei denn, die Migration und die Terrorgefahr nehmen ab. Die illegale Migration gefährdet, was die EU aufgebaut hat, obwohl die ungarische Regierung immer gewarnt hat, dass illegale Migration an den Außengrenzen gestoppt werden muss. Sonst werden grundlegende Werte, Sicherheit, Freizügigkeit und sogar wirtschaftliche Beziehungen gefährdet. In der Morgendämmerung des Mittwochs stürzte ein Bus im Kreis Feja seitlich in einen Graben. Wegen des Unfalls musste die Straße auf ihrer gesamten Breite gesperrt werden, teilte die Generaldirektion für Katastrophenschutz mit. Von den 50 Fahrgästen konnten sich 30 aus dem Bus befreien. Die übrigen wurden von der Feuerwehr Székesfehérvár war mit Hilfe schweren Gerätes befreit. Ein weiterer Bus wurde ebenfalls zum Unglücksort geschickt und diente als Schutzraum. Es gibt derzeit noch keine genauen Angaben über Verletzte und Unfallursache. Das durchschnittliche Bruttogehalt in Vollzeitarbeit betrug im August in Ungarn 555.900 Forint und übertraf den Wert des Vorjahres um 15,2%, so der Bericht des Statistischen Amtes. Die Lohnerhöhung setzte den Trend der verlangsamten Stagnation fort. Das Statistische Amt hatte im Juli den gleichen Anstieg gemessen, aber in den Vormonaten war dieser höher. Der Rat der Ungarischen Zentralbank senkte den Leitzins am 24. Oktober auf 12,25%. Es war das erste Mal seit Juli 2020, dass die Zentralbank den Zinssatz senkte, nachdem sie Ende September die Notfallperiode beendet hatte, die im Oktober letzten Jahres begonnen hat. Die Polizei in drei Landkreisen hat mehr als 10 Kilogramm neuer psychoaktiver Substanzen beschlagnahmt und auf einer Pressekonferenz in Budapest am Dienstag bekannt gegeben. Die Behörden zerschlugen mehrere Drogenhändlerbanden und erhoben insgesamt Anklage gegen 17 Personen wegen Missbrauchs neuer psychoaktiver Substanzen. Die Drogenhändler waren größtenteils in Familien organisiert. Neben den Drogen wurden auch Vermögenswerte, bewegliche Güter, Fahrzeuge, technische Geräte und Reizgaswaffen im Wert von mehr als 700 Millionen Forint beschlagnahmt. Der Nationale Verband für Dorf- und Agrotourismus veranstaltete eine Feier, bei der die besten ländlichen Unterkunftsanbieter des Landes auf nationaler und regionaler Ebene ausgezeichnet wurden. Im Jahr 2023 suchte der Verband erstmals nach der ländlichen Unterkunft des Jahres. Im Bewerbungszeitraum gingen 142 Nominierungen ein, von denen die Jury des Verbands die besten 10 Unterkünfte auswählte. Während der Veranstaltung wurde auch der Imagefilm gezeigt, der anlässlich des Welttourismustages debütierte und die Schönheit des ländlichen Ungarns und das reiche Erlebnis der ländlichen Unterkünfte zeigt.
Der ungarische Ornithologische und Naturschutzverein macht im Zusammenhang mit dem Herbstlaubfall auf den Schutz der Igel aufmerksam und betont, dass Laubhaufen während dieser Zeit nur vorsichtig entfernt werden dürfen, um den Säugetieren zu helfen. Wenn sie auf einen überwinternden Igel stoßen, sollen sie die Blätter und Äste vorsichtig in ausreichender Dicke über dem Igel platzieren oder in der Nähe einen neuen Hügel mit Blättern und Ästen bauen und den Igel darunter legen, heißt es in der Mitteilung. Am Dienstag wurde im Ungarischen Landwirtschaftsmuseum eine Ausstellung über chinesische Seidenkunst mit dem Titel »Die wunderbare Seidenstraße« eröffnet. Die Ausstellung präsentiert ein besonderes Segment der chinesischen Kultur, das die alte Technik der Seidenherstellung mit der modernen Kultur der Tracht verbindet. Die ausgestellten Seidenkleider sind das Werk zeitgenössischer Designer, die sich auf dieses reiche Erbe berufen und Bilder und Motive zeigen, die die Traditionen des alten Chinas widerspiegeln. Die Ausstellung, die durch interaktive Bastelkurse ergänzt wird, ist bis zum 3. Dezember zu sehen. Am 28. Oktober findet zum zweiten Mal das Gastronomiefestival Füstifest in Tisza-Fürth statt. Den ganzen Tag über werden Besucher mit leckeren Speisen, verlockenden Grillprodukten, Smokern und Barbecue-Gerichten verwöhnt. Und es gibt auch Konzerte sowie Kinderprogramme. Während des Festivals können Gastronomiebegeisterte verschiedene Gerichte probieren, die auf unterschiedliche Weise geräuchert wurden, sei es in Rauchöfen, auf Grills, in Öfen oder im Freien. Es werden heiße Getränke, gute Weine und Schnäpse sowie Konzerte und ein Handwerksmarkt angeboten. Das Wetter in Ungarn. Am Mittwoch wird es zunächst in vielen Regionen Regen und Schauer geben. Am Nachmittag jedoch nur noch vereinzelt im westlichen Transdanubien und im Nordosten vorübergehend. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 15 und 22 Grad. Am Donnerstagvormittag wird die Sonne noch gelegentlich scheinen, aber im Laufe des Tages wird die Bewölkung von Westen her wieder zunehmen und es wird vermehrt zu Regen, Schauern und möglicherweise sogar Gewittern kommen. Am Nachmittag können die Temperaturen zwischen 14 und 23 Grad liegen. Der Wechselkurs: 383 Forint für 1 Euro Mittelkurs. Hallo Ungarn! Nachrichten, Infos und Tipps aus und über Ungarn hier kompakt zusammengefasst.